Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liada, ich grüße dich. Du liebst jemand. Dieser Mann ist aber gebunden. Und wie ist die Konstellation zwischen euch? Dazu haben wir diese Legung Dreiecksbeziehung ausgewählt. Und das schauen wir jetzt an. Seine Frau, wie denkt sie über ihn? Wie denkt sie über diese Beziehung? Das zeigt hier dieses Bild. Dieser Kelch symbolisiert die Gefühle. Die Zahl 1 kann ein Hinweis sein, dass sie steht im Mittelpunkt oder sie möchte das so erleben. Sie braucht Anerkennung. Diese Brücke zeigt eine Übergangsphase. Aber auch zwei Richtungen. Von dieser Brücke kann man in diese Richtung bewegen oder in diese Richtung bewegen. Und das bedeutet, sie ist offen für eine neue Liebe, für eine neue Begegnung. Vielleicht kennt sie schon jemand oder kann sie das gut vorstellen. Liebt sie ihn? Die Antwort gibt dieses Bild. Sie fühlt in dieser Ehe beengt. Sie bekommt hier zu wenig Luft. Sie erlebt es als Einschränkungen und sie fühlt sich beobachtet. Entweder von ihrem Mann oder ist noch eine andere männliche Person da, und zeigt sie Aufmerksamkeit und schaut in ihre Richtung, aber sie kann das nicht leben, weil diese Beziehung hält sie gefangen. Welche Schritte wird sie tun? Die Antwort gibt dieses Bild. Die Münzen symbolisieren die Finanzen. Das kann bedeuten, dass sie wegen der Finanzen hält noch in die Ehe oder sie schaut auch an Geld. Diese Münze symbolisiert auch Wertschätzung. Wenn ihr Mann diese Wertschätzung geben kann, dann hat sie das Gefühl, sie steht im Mittelpunkt und das braucht sie auch. Wenn aber zu wenig Wertschätzung bekommt, dann sucht es woanders. Jedenfalls ist sie offen für eine neue Beziehung. Wie denkt er über sie oder über die Ehe? Dieser Bild zeigt, das ist für ihn eine Herausforderung. Oder er spürt, da ist ein Konkurrenz da. Oder er weiß etwas. Liebt er sie? Wieder dieser Kampf. Das kann auch einen inneren Kampf auch bedeuten. Soll ich nicht, was soll ich jetzt tun? Welche Schritte wird er machen? Die Antwort zeigt hier dieses Bild. Er wartet auf eine Gelegenheit, mit dir verabreden. Er möchte mit dir treffen. Er will auch diese Augenblicke des Lebens genießen. Nicht zu viel nachdenken über die Vergangenheit. Auch nicht viel nachdenken oder planen, was kommt in der Zukunft. Sondern das gibt ihm die Kraft. Und tatsächlich, so denkt auch über dich. Dieses Bild symbolisiert nämlich Kraft. Er möchte dir Kraft geben, er steht hinter dir und möchte dich stärken, aber er hat auch Erwartungen. Und wieder diese Verabredung. Liebt er dich?
Die Antwort gibt dieses Bild. Die Münzen symbolisieren nicht nur die Finanzen oder indirekt die berufliche Situation, sondern symbolisiert auch Wertschätzung. Du bist ihm wertvoll oder diese Liebe ist ihm wertvoll. Aber er macht hier noch keine Schritte, er beobachtet dich. Manchmal ist das für dich bewusst oder sichtbar, es gibt aber Situationen, wo du das gar nicht wahrnimmst. Wie sollst du darüber denken? Das zeigt hier diese geistliche. Und das ist schon die göttliche Energie. Bedeutet aber auch diese Zärtlichkeit, diese sanfte Berührung. Das kann sogar Telepathie bedeuten. Du spürst seine Energie und er spürt deine Energie. Habt ihr Chancen, näher zu kommen, eine Beziehung eingehen? Er wird entgegenkommen und dieses Feuerelement, was dieser Reiter symbolisiert hier, bedeutet die Begeisterung, auch Leidenschaft und auch Aktivität. Also er wird aktiv sein. Wenn wir betrachten deinen Gefühlen, was sollst du in deinen Gefühlen transformieren? Das zeigt hier die Sonne. Erstens bedeutet Augen. Sonne symbolisiert nämlich das Augen und macht etwas sichtbar. Und das heißt, hier klärt sich etwas auf. Dann, Sonne symbolisiert auch das Selbstbewusstsein. Sei immer selbstbewusst. So wie die Sonne die Zentrum in unserem Sonnensystem ist, so sollst du die Zentrum sein. Wenn ihr begegnet, du stehst im Mittelpunkt. Strahl das aus. Sonne bedeutet auch die Ausstrahlung und das ist deine Anziehungskraft. Bring das zu diesem Glanz. Bedeutet auch Herzenswärme. Und auch die Feuer, die Leidenschaft. Was sollst du beenden? Was sollst du loslassen? Das sind hier die Einschränkungen. Was hält dich hier gefangen? Davon erzählt etwas die Zahl 8. Und das bedeutet Höhen und Tiefen, ein Hin und Her. Aber hier gibt es auch eine Lösung. Wenn du diese Zahl umgibst, dann entdeckst du die Unendlichkeitssymbol. Etwas wiederkehrt sich in dein Leben. Außerdem zeigt ein fließenden Energie. Und die Lösung liegt daran, von diesen Einschränkungen dich zu befreien. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Du kannst sogar die göttliche Führung vertrauen. Welche Schritte kannst du tun oder sollst du tun? Das zeigt hier die Brunnen und das symbolisiert deine Kreativität, deine Inspiration. Lass das fließen, er nimmt das auch wahr und so kannst du indirekt mit ihm kommunizieren. Was erwartet euch? Er beobachtet die ganze Zeit und du stehst im Mittelpunkt. Wenn dir das bewusst ist und du fühlst das, du fühlst dich so, dass du für ihn sehr wertvoll bist, dann schaust in seine Richtung, in dem Moment, wenn er das wahrnimmt und es kann auch ein Augenkontakt sein, dann kannst du sicher sein, es nähert sich zu dieser Verabredung. Und von dem Moment an seid ihr auch zusammen. Und seine Frau wird neu orientieren. Ich befrage jetzt mein Pendel. Hast du Chance mit ihm zusammenkommen? Ja,
Nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, ihr kommt zusammen. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, ihr kommt nicht zusammen. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht oder er weiß nicht, was er will. Die Frage ist, kommt ihr zusammen? Ja, ja. Die Antwort ist ein klares Ja. Liebe Liada, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.